Ihr Plan hat funktioniert. Du erfährst von mir die Hintergründe der Geschehnisse in den letzten 2,5 Jahren. Alles, was hier passiert ist, dient der Agenda. Und die wahren Hintergründe werde ich dir in diesem Video sagen. Du wirst es nicht glauben, was tatsächlich passiert ist, wie die Massen manipuliert wurden. Und es gibt dennoch immer noch einen großen Schimmer der Hoffnung. Auch das wirst du von mir erfahren. Also bleib dran, es ist hochinteressant. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Österreich, Schweiz und Deutschland vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung und wenn du immer die neuesten Nachrichten und Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und ich danke dir schon sehr dafür. Ja, und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Denn wir wissen ja, die letzten 2,5 Jahre waren total anstrengend. Sie waren von Angst belegt und unser ganzes Leben hat sich irgendwie geändert. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Jetzt, und du wirst es kaum glauben, was ich dir jetzt sage. Denn über die Agenda, das war ja ein Plan, ein großer Plan. Dieser Machthaber, die gerne die ganze Welt unter ihrer Macht haben möchten, die Menschen manipulieren möchten. Und dieser Plan, er ist tatsächlich aufgegangen, leider. Er hat über die Angst funktioniert und über die Angst konnte man die Massen dermaßen manipulieren, dass wir jetzt so weit sind, dass nur noch ein Wort vom Mainstream genügt und die Massen glauben daran. Denn es wird über die Angst oder es wurde über dieses große Angstszenario in den Menschen etwas gelöst oder etwas manipuliert, besser gesagt, was die Menschen jetzt immer wieder in dieses gleiche Angstschema hineinbringt, wenn jemand sagt, das ist schlecht, das ist böse, das ist gefährlich. Egal was es ist, in dem Moment ist das, was gerade in dieser großen Massenmanipulation in den Menschen hineingelegt wurde, bereit, wieder in dieses Glauben hineinzugehen und einfach das zu machen, was die Medien möchten. Also die Massen sind richtig manipuliert worden und dadurch sind all die schönen Dinge, diese Gleichheit, wir sind alle eine große Familie, wir gehören zusammen, diese Einigkeit, sie wurde dadurch einfach zerstört. Du kannst jetzt nicht mehr frei deine Meinung sagen. Es ist sehr gefährlich, etwas gegen die Machthaber, die Regierungen zu sagen. Es ist gefährlich, etwas gegen C zu sagen. Du wirst verfolgt, wenn du eine andere Meinung hast. Du wirst niedergemacht vom Mainstream und solltest gefälligst immer in die eine Richtung gehen. Das ist der Sinn der Agenda und es hat tatsächlich funktioniert. Der Mainstream, die Menschenmassen, sie folgen diesem Ruf und sie glauben alles, was gesagt wird. Viele von euch, viele von uns sind noch anders. Viele von uns hinterschauen diesen großen Plan und glauben noch lange nicht, was hier gesagt wird. Aber die Massenmanipulation, sie geht einfach immer weiter und möchte uns in eine Form hineinbringen, in welcher wir alles tun, was von uns verlangt wird. Dass wir nicht mehr nachdenken, sondern einfach nur glauben, dass es richtig ist, was hier gesagt wird. Wenn jemand sagt, dass etwas böse ist, dann glauben es einfach alle, ohne Hintergrund, weil diese Angstmatrix jetzt installiert wurde. Aber wie gesagt, viele von uns haben es geschafft, sich nicht manipulieren zu lassen. Viele von uns hinterfragen weiterhin und wissen, was richtig ist, denn sie folgen ihrem Herzen. Das ist ganz wichtig, seinem Herzen zu folgen und auch dem inneren Sinn des Guten, den Frieden,
diese Verbindung zur geistigen Welt aufrechtzuerhalten, um den Weg der eigenen Seele intensiv zu spüren und mit der eigenen Seele diesen Weg weiterzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dies kann man tun, indem man meditiert, ihr Lieben. Es ist immer wieder das Meditieren, das Gespräch mit den Engeln, das Gespräch mit den Lichtwesen im Universum, ganz wichtig. Und die Energien, die uns gebracht werden. Denn sie öffnen unser Bewusstsein und holen uns raus aus dieser Manipulation. Das sollten wir niemals vergessen. Und deswegen gibt es auch von uns sehr, sehr viele Ausbildungen, auch kostenlose Dinge. Es gibt für uns, für jeden Menschen etwas, der sich spirituell weiterbilden möchte. Und es gibt zum Beispiel auch eine Unterstützung für spirituelle Menschen, die sich selbstständig machen möchten, um eben das Licht weiter auszudehnen, um Frieden und Liebe auf die Welt zu bringen. Wir haben ein Programm für spirituelle Menschen, die dürfen Smarana-Partner werden im Franchise-Programm. Wer dafür Interesse hat, darf sich gerne bei uns bewerben. Also wir tun ganz viel dafür, dass wir einfach in dieser liebevollen, lichtvollen Richtung bleiben und dann auch, dass ich die Erde insgesamt erhöhen kann. Aber das, was die Gegenseite getan hat, ist eine riesengroße Manipulation der Masse über die Angst. Und der wahre Hintergrund ist, die Kontrolle auszuüben. Und das ist jetzt installiert. Diese Kontrolle, dass die Menschen alles glauben, die große Masse, was gesagt wird und blind das befolgen. Das bringt uns eine Energie, die wir mit Licht und Liebe durchfluten sollten, damit sich die Menschen wieder besinnen können auf ihr Recht der Freiheit. Es geht ja auch zum Beispiel um die Finanzen, um die Digitalisation, welche hier noch angestrebt wird. Bei uns im Ort wird jetzt Ende Juni der letzte Geldautomat geschlossen. Jetzt kann ich nicht mal mehr hingehen und Geld abheben. Ich konnte da zu Fuß hinlaufen. Jetzt muss ich mit dem Auto irgendwo hinfahren. Also es wird alles abgebaut, dass man die Menschenmassen kontrollieren kann. Denn wenn wir später nur noch digital bezahlen können, nicht mehr mit Bargeld, so ist ja der Plan, sind wir wieder kontrollierbar und steuerbar. Und so gibt es viele Strömungen, die im Hintergrund leise geschehen, währenddessen die Masse in Angst gehalten wird und so nicht merkt, was hinter unserem Rücken geschieht. Also ich lege euch ans Herz, seid aufmerksam und guckt, was ist wirklich wichtig und was ist nicht wichtig und was ist wirklich eine Angst, wovor sollte man Angst haben und wovor nicht. Angst ist dann gut, wenn du zum Beispiel einen Berg hochkletterst und hinunterschaust und denkst, oh Gott, ich könnte runterfallen. Das ist so dieser Überlebenstrieb, der einen dann in der Angst zeigt, pass auf dich auf. Aber es ist nicht etwas, wo der Mainstream sagt, das ist gefährlich für dich. Und wir haben alle erlebt, dass die Dinge, die in C gesagt wurden, maßlos übertrieben waren und es ging ja auch nicht um C, es ging ja wirklich um die Kontrolle aller Menschen zu erreichen. Und das hat geklappt. Und sogar, man hat dann Zuckerstückchen gegeben über Schlumpfpflicht und solche Dinge. Jetzt hast du deine Freiheit wieder. Und sobald du diese Dinge tust, die Machtgeber von dir verlangen, hast du eine gewisse Freiheit bekommen, die man dir vorher ja genommen hat. Und in dem Moment sind die Menschen wieder glücklich und zufrieden, weil sie denken, alles ist in Ordnung. Aber es ist halt nicht in Ordnung, weil wir dadurch manipuliert werden sollen. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns, sich darauf einzulassen oder nicht darauf einzulassen. Es liegt einfach daran, die Befehle, die hier einfach so ausgesprochen werden, ihr müsst jetzt dies oder das machen, dass wir das für uns überlegen, ob es überhaupt passt, ob es einen Sinn hat. Das lege ich jedem Einzelnen von euch ans Herz, dass ihr euch wirklich darauf besinnt, was ist jetzt wichtig für mich? Brauche ich diese Verordnung? Muss ich dies tun oder jenes tun?
Denn am Schluss, wenn dieser Plan, der wird ja weitergehen, der ist ja jetzt noch nicht zu Ende, denn am Schluss werden sie mit diesen Methoden die ganze Erde beherrschen wollen. Das ist ihr Ziel. Aber es gibt immer ein Licht und das bist du. Das ist jeder Einzelne von euch, von uns und ich. Wir alle, wir sind die Lichter von der Liebe, die Lichter des Lichtes. Wir sind einfach die Friedensbringer. Wir sind da, um die Menschen daran zu erinnern, um was es eigentlich geht. Es geht darum, die Erde wieder in die höheren Dimensionen zu bringen. Es geht darum, die Menschen zu befreien aus diesen Zwängen, die richtige Freiheit, die Grenzenlosigkeit zu erkennen, wer wir sind und was die höheren Dimensionen uns an Liebe, an Wissen zu bieten haben. All diejenigen von euch, die schon ein Webinar bei uns gemacht haben, die wissen, von was ich spreche. Denn es geht um diese große Bewusstseinsausdehnung. Es geht einfach darum, um zu verstehen, dass wir mehr sind als Menschen und dass wir uns nicht so leichtfertig manipulieren lassen sollten. Die Kanalmitglieder wissen dies auch, denn dort gibt es immer wieder jeden Monat wundervolle Ausbildungen, die in unser Bewusstsein Licht und Liebe schicken und uns in unsere Energie anheben. Und das macht uns zu starken Menschen. Das macht uns zu diesen Lichtbringern, welche die Erde so sehr braucht. Und jetzt werde ich mit euch eine ganz tiefgehende Meditation machen und eine Energieanhebung dadurch, durch die Botschaft der geistigen Welt herbeiführen, die uns stark macht und sicher macht. Und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Freude dabei. Ich nehme mal die Plejaden-Energie dazu, einfach weil ich dadurch noch leichter Kontakt zu den geistigen Wesen bekomme. Und so rufe ich jetzt die Räte des weißen Lichtes für euch. Geliebte Menschenfamilie, mit großer Freude lade ich jeden einzelnen von euch ein, an dieser Meditation teilzunehmen. Wir beginnen mit einer Meditation, um uns zu zentrieren und in unsere Mitte zu kommen. Danach werden wir die Botschaft hören. Und nun beginne das Licht von Smarana einzuatmen. Smarana bedeutet, die Nähe Gottes zu fühlen. Und so fühle nun die Nähe Gottes. Spüre das Licht, den Schutz und die unendliche, vollkommene Liebe, welche dich jetzt ganz tief berührt. Atme dieses Licht ein und dehne dich mit diesem Licht so weit aus, wie es dir möglich ist. In diesem Moment erstrahlt dein Herz zu einer goldenen Sonne. Und diese goldene Sonne, sie trägt dich nun in die Ebene der fünften Dimension hinein. Denn du wirst diese Botschaft in der fünften Dimension erhalten. Und so rufe ich die Räte des weißen Lichtes. Smarana, geliebte Menschen, die Energie strömt ein von uns, den Räten des weißen Lichtes. Und wir sprechen voller Liebe und Achtsamkeit heute zu dir. Wir sehen dich, wir sehen deine Seele und dein Lichtkleid.
Und wir sehen auch, dass du das goldene Licht der Sonne in dir trägst. Dieses goldene Licht, es spiegelt das Licht der Zentralsonne des Universums, wo alles, was ist, zu Hause ist. Und so haben wir uns auf die fünfte Dimension begeben, um mit dir zu sprechen, um dir die Botschaft der Liebe zu überbringen. Geliebter Mensch, alles ist eins und wir sind die Räte des weißen Lichtes und du. Wir sind alle miteinander verbunden und wir sind auch verbunden mit Gottes Liebe und mit allen Wesen aus dem Universum, aus anderen Dimensionen und von anderen Planeten. Geliebter Mensch, doch du bist sehr wichtig, denn das, was du jetzt in diesen Zeiten entscheidest, hat eine bestimmte Gewichtung für die Zukunft. Deine Entscheidung, dich für das Licht und für die Liebe zu engagieren, ist wichtig für das Weiterkommen der ganzen Menschheit und für das Anheben der Energie von deinem Planeten Erde. Und so sind wir zusammen mit den Plejadern, mit den Arcturianern, Andromedanern, mit vielen außerirdischen Wesen, mit allen Engeln und beobachten, was auf der Erde geschieht. Und wir wissen, dass diese Aufgabe richtig schwer ist, die du übernommen hast. Aber wir wissen auch, dass gerade du diese Aufgabe meistern wirst. Und so haben wir uns entschlossen, dir ein Geschenk zu machen. Wir werden dein Licht kräftigen. Wir werden deine Energie ausdehnen, um dich maßgeblich zu unterstützen. So empfange nun eine Energieübertragung aus dem Zentrum von allem, was ist. Gottes Liebe strömt zu dir. Gottes Liebe berührt deine Seele. Öffne deine Seele, dein Herz, all deine Sinne, soweit es dir jetzt möglich ist, und erlaube dir, unsere Geschenke anzunehmen. Und die Energieübertragung, sie beginnt jetzt in diesem Moment und sie erfolgt ohne Worte für dich. So ist es geschehen. Wir sehen das Leuchten in deinem Energiefeld und wir sehen, dass dir Gutes geschah.
sei dir bewusst, dass du von uns allen unendlich geliebt wirst. Sei dir bewusst, dass du niemals alleine bist. Sei dir bewusst, dass wir immer bei dir sind. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns von dir und dem Wissen, dass du uns jederzeit rufen kannst. Wir sind für dich da. Smarana. Ich danke euch allen dafür, dass ihr heute hier wart und dass ich diese Botschaft mit euch teilen durfte. Es hat mir sehr große Freude gemacht, für euch zu wirken. Und ich wünsche mir, dass so viel wie möglich Menschen diese wundervolle Energie empfangen dürfen. Und ich weiß ganz sicher, dass dieses Video all diese Menschen erreichen wird, für die es einen höheren Nutzen trägt. Und wenn ihr weiterhin diese Botschaften von mir erhalten möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke jetzt schon aus der Tiefe meines Herzens dafür. Ich wünsche euch alles Liebe und wenn du willst, sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss.